Thank you.
Thank you.
Thank you.
Wir befinden uns hier im Ortsteil Mittelstadt in der Riedricher Straße. Die Feuerwehr Reutlingen wurde um 11.21 Uhr zu einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens alarmiert. Aufgrund der vielen Notrufe und Schilderungen wurde bereits auf der Anfahrt das Einsatzstichwort erhöht. Es wurden geschildert, dass sich noch Tiere in Gefahr befinden im Gebäude und in den Stallungen. Die ersten eintreffenden Kräfte haben das Gebäude im Vollbrand vorgefunden. Bereits wurden durch Nachbarn Tiere noch ins Freie geführt. Allerdings waren noch beim Eintreffen der Feuerwehr drei Tiere, Rinder, noch im Stall. Durch sofortige Reagieren der Feuerwehr konnten die Tiere so weit geschützt werden und der Stall so weit geschützt werden, dass auch diese drei Tiere noch gerettet werden konnten und dann in den Garten geführt werden und dort in Sicherheit waren. Wir haben sofort Riegelstellungen aufgebaut, wir haben Kräfte nachgezogen, die Abteilung Berufsfeuerwehr und die Abteilung Freiwillige Feuerwehr waren insgesamt mit 150 Kräften und 24 Fahrzeugen vor Ort, der Rettungsdienst sowie die Polizei ebenfalls. Die Maßnahmen haben sich dann auf die Brandbekämpfung reduziert, Personen waren nicht in Gefahr. Der Brand konnte relativ schnell kontrolliert werden. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich allerdings jetzt noch in die Länge. Da ist eine Einsatzdauer noch nicht absehbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen zur Brandursache. Weitere Maßnahmen werden jetzt durch die Nachlöscharbeiten noch folgen. Und wie gesagt, die Einsatzdauer ist derzeit noch nicht absehbar. Also im Prinzip sprechen wir vom Vollbrand. Das heißt, bereits die Dachhaut war eröffnet, sodass hier bereits Flammen aus dem Dach rauskamen. Die angrenzende Scheuer, das ist ein Wohnhaus mit angebauter Scheuer, stand quasi im Vollbrand. Und deswegen konnten wir hier auch nur den Schaden begrenzen. Aber die Tierrettung haben wir auf jeden Fall erreichen können. Zum einen, was uns zugute kam, dass im rückwärtigen Bereich des landwirtschaftlichen Anwesens die Freiwillige Abteilung Mittelstadt bereits da durch ein Feuerwehrmagazin konnte da sehr schnell tätig werden. Die Wasserversorgung konnten wir sicherstellen durch den Wasserförderzug. Wir haben auch hier das Hydrantennetz natürlich stark aufschlagen müssen. Das war dann trotz allem aber möglich. Wir haben dann zwei Hubrettungsfahrzeuge sofort eingesetzt und konnten somit auch durch die Riegelstellung ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Genau, also wir werden jetzt in sukzessive die Einsatzkräfte zurückbauen, sodass wir hier auch die Einsatzstelle etwas nach begrenzen können. Und dann muss man sehen, ob man hier wieder einspurig eventuell was machen kann. Allerdings ist die Straße sehr verschmutzt durch Dachziegel. Somit ist hier zumindest die Riedricher Straße noch einige Zeit mit der Sperrung zu rechnen. Des Weiteren hat sich hier der Bezirksbürgermeister Haug an der Einsatzstelle, der Kreisbrandmeister auch und auch der Bürgermeister Winzen über die Lage informiert und war hier vor Ort.